Huhu und hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder. Bevor wir loslegen zu diesem tollen Thema, worauf ich wirklich Lust habe, nämlich alles, was mit dem Thema Falten zu tun hat, möchte ich noch eine Sache kurz anmerken, damit wir uns jegliche Kommentare in die Richtung sparen. So, mich erreichen immer wieder wohlgemeinte Ratschläge, dass wenn ich mit mir selber zufrieden bin, noch so viel Make-up, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, noch so viel Make-up, das nicht übertünchen würde, dass Unzufriedenheit mit sich selbst immer durch ein Make-up scheint. Und was denn mein Problem sei, in Würde altern wäre doch eine tolle Alternative und ich habe schließlich gelebt und geliebt und das soll man auch in meinem Gesicht sehen. Also, erstmal. Ich lebe auch in einer Altbauwohnung. 1789 ist mein Haus gegründet worden. Trotz alledem käme ich in 100 Jahren nicht auf die Idee zu sagen, Mensch, ich habe so ein tolles altes Haus, mache ich doch einfach gar nichts damit und heize immer noch mit Holzkohle und käme auch nicht auf die Idee, die Wände nochmal zu tapezieren. Nein, im Gegenteil. Mein Altbau braucht extrem viel Aufmerksamkeit. Eben weil er so schön ist, muss man ihn in Schuss halten. Und so ähnlich sehe ich das auch mit mir selbst. Ja? In meinen 20ern in einer Neubauwohnung hatte ich auch noch nicht das Bedürfnis, mich wahnsinnig um das Haus zu kümmern. Es hat einfach funktioniert, ohne dass man viel dafür tut. Ja? Aber wir sind nun langsam in einem, oder ich bin in einem Alter, wo ich ein bisschen mehr Aufwand brauche und auch gerne mache. Und überhaupt, wann sind wir dazu gekommen, dass es negativ ist, wenn man sich um sich selber kümmert? Es zeigt doch nur, dass ich es mir selber wert bin, um es mal mit L'Oreal auszudrücken. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass ich wieder aussehen möchte wie 18. Mir reicht schon, wenn ich aussehe wie 8 Stunden Schlaf. Okay? Aber ich möchte mich eben auch nicht schlecht dabei fühlt und ich möchte auch nicht 150 Kommentare löschen müssen zum Thema, ich hätte ein Problem mit dem Älterwerden oder ich hätte irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind grundsätzlich nicht gut damit bedient, Leute von der Optik auf ihre inneren Werte zu schließen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, nur weil jemand kein Make-up trägt, müsste er ja irgendwie Professor der Quantenphysik sein. Also lass uns auch einfach Abstand davon nehmen. Das sind Videos für Leute, die einfach Lust haben an Kosmetika, an Cremes, an Anti-Aging und für alle anderen, dann schaut euch das an, was ihr gerne möchtet. Ich möchte nur nicht jedes Mal mit euch die Diskussion führen. So, und jetzt genug gequatscht. Ich habe so einen Spaß gehabt, Leute, die letzten Wochen Dinge auszuprobieren. Thomas hat so gelacht teilweise, weil er neben mir im Bett gelegen hat mit den verschiedensten Masken. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Ich habe ihn auch dazu verpflichtet, in diesem Video aufzutreten. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Und die besten Sachen, die ich in den letzten Wochen zusammengefunden habe, die zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. So, als allererstes möchte ich euch, was heißt ein Produkt vorstellen? Ich habe euch das schon mal vorgestellt. Ich glaube, in irgendeinem Ü40 Video. Und zwar geht es um UC Derm. UC Derm habe ich euch letztes Mal ein Produkt vorgestellt, und zwar Botulin-Effekt. Ich hatte euch gesagt, dass ich das eine Zeit lang auf meinem Schreibtisch hatte und mir gedacht hatte, ja, also es sollte so einen ähnlichen Effekt wie Botox haben. Und das habe ich schon so oft gelesen und habe mir gedacht, ja, ja. Und dann habe ich es benutzt, ohne große Erwartung eigentlich, und kam danach irgendwie vor meinen Spiegel und dachte nur, wow, what the fuck. Es war ein, und ich liebe ja so einen Sofort-Effekt, ne? Das zieht ja bei mir. Wenn du mir ein Produkt lieferst, wo ich sofort ein Vor- und Nachher habe, weil ich ganz häufig Produkte benutze, wo ich meine, keine Wirkung zu sehen, eben weil ich jeden Tag sozusagen eine Veränderung habe und nicht so richtig den Anfang erinnere. Wisst ihr, was ich meine? So, und bei Botulin-Effekt hatte ich euch gefragt, ob ihr mal möchtet, dass ich euch das so ein bisschen intensiver vorstelle oder so ein ausgeprägtere Produktbeschreibung. Also erstmal möchte ich euch zu Botulin-Effekt was sagen. Und zwar ist es eine Pflanze, also es wird gewonnen aus einer Pflanze, oder der Hauptbestandteil ist die Paracresse. Die Paracresse kommt aus Südamerika und wird da schon seit Tausenden von Jahren angebaut und ist auch in der Heilkunde keine unbedeutende Pflanze oder auch keine unbekannte Pflanze. Es ist entzündungshemmend, es wird für ganz viele Gebiete eingesetzt. Es ist vergleichbar und daher kommt auch das Gefühl, was ich euch beschrieben hatte, was ich am Anfang habe, dieses leichte Kribbeln auf der Haut, dieses nicht betäubende Gefühl, aber dass es so ein bisschen kühler ist auf der Haut, selbst nachdem das Produkt schon eingezogen war, und so ein ganz leichtes Kribbeln.
ist der Tatsache geschuldet, dass es eben auch als Lokalanästhetikum, also ein pflanzliches Lokalanästhetikum oder diese Pflanze dafür bekannt ist. Die anderen Komponenten, die hier noch dabei sind, ist eine Silberhaarwurzel und Hyaluron. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich solche Produkte, die sozusagen relativ schnell, ich glaube, Peter Thomas Ross hat auch so ein Produkt, was ich mal ausprobiert habe. Das machst du drauf und dann sind deine Falten weg. Allerdings kannst du dich A, darüber nicht schminken und B, hatte ich das Gefühl, dass es die Haut so spannt, dass es zwar an der Stelle die Falten weg waren, aber drumherum das so ein bisschen gekräuselt ist und ausgetrocknet war. Und hier ist eben noch Hyaluronsäure der dritte Hauptbestandteil im Botulin-Effekt. So, und eigentlich hatte ich ein Vorher-Nachher machen wollen. Ich habe, vielleicht mache ich einen Splitscreen und ich zeige euch hier jetzt, wie ich ausgesehen habe. Hier zeige ich euch, wie ich ausgesehen habe, bevor ich das gemacht habe. Allerdings ist das Problem bei mir, dass diese Botulin-Effekt, es hat einen ganz tollen Soforteffekt. Es hat aber auch eben, wenn du es über längere Zeit nimmst, so einen Langzeiteffekt. Und nachdem ich mich so in das Produkt verliebt hatte, habe ich es leider jeden Tag benutzt. Und deshalb gibt es bei mir einen so eklatanten Vorher-Nachher-Effekt gar nicht mehr. So, und dann stand ich letztens im Bad und dann habe ich mir Thomas angeguckt. Und Thomas ist Mitte 50, ne? Und das ist ein schöner Mann, der gerne lacht. Und das sieht man eben auch. Und dann hatte ich ihn nur angeguckt und habe gedacht, du Liebling, ich war jetzt so oft schon bei irgendwelchen Fußballveranstaltungen dabei. Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass du mal was für mich tust. Ich habe gesagt, du musst dich nur hier hinsetzen, ich mache ein Vorher- und ein Nachher-Foto von dir. So, und ich zeige euch jetzt genauso hier meinen Mann, wie er ausgesehen hat. Bei ihm habe ich Botulin-Effekt noch nie gemacht, ja. So, und ich sage euch, wie ich das mache. Ihr seht wahrscheinlich jetzt, dass ich vorher meinen geliebten Dermaroller benutze. Und bei meinem Dermaroller, ich kann nicht ohne meinen Dermaroller. Alles, was mir Spaß macht, nehme ich in Verbindung des Dermarollers, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Wirkung, die ein Produkt meint zu haben, immer noch verstärkt werden kann, wenn ich vorher so kleine Mini-Verletzungen mit diesem Mikroneedling, und das ist wirklich Mikroneedling-Hausgebrauch, ne? Also es geht ja jetzt nicht medizinisch tief, wenn ich da noch Mini-Verletzungen schaffe, sodass das Produkt, nämlich in dem Fall Botulin-Effekt, noch richtig schön einwirken kann. So, das war Thomas also vorher. Dann haben wir es schön einwirken lassen und dann habe ich ihn hingelegt und dann habe ich so eine halbe Stunde später geguckt und dann habe ich ihm Snail Cure danach gemacht. Ein zweites Produkt aus dem Hause UC Derm, was ähnlich tolle Eigenschaften hat. Es ist aus Schneckenschleim hergestellt. Das ist die Basis, Schneckenschleim. So, und dieser Schneckenschleim ist nicht irgendwie eine Neuerfindung der Kosmetikindustrie. Das haben schon die alten Griechen für sich irgendwie entdeckt. Früher wurde das gepaart mit saurer Milch und eben diesem Schneckenschleim. Und das wirkt entzündungshemmend. Das ist auch eine der wenigen Wirkungen, die übrigens wissenschaftlich nachgewiesen wurden. Also es sind 1000 Studien zu diesem Schneckenschleim gemacht worden. Und es ist also wissenschaftlich erwiesen, dass das wirkt. Was ich ganz toll finde an diesem Produkt, ist, dass es eben auch für empfindliche Haut gemacht ist. Also wenn du sagst, Mensch, dieses Retinol vertrage ich nicht und das vertrage ich nicht, das ist etwas, was wirklich selbst die empfindlichste Haut gut verträgt. So, diese beiden Produkte zusammen habe ich bei Thomas gemacht. Und jetzt müsst ihr mir mal ganz ehrlich selber sagen, also vielleicht bin ich einfach auch nur so begeistert von dem Produkt und finde einfach alles toll, aber ich finde, gerade bei Thomas hat man den Vorher-Nachher-Effekt super gesehen. Also wichtig bei der Snail Cure finde ich übrigens noch, du musst, nachdem du das du kannst es dir morgens und abends auftragen, wie gesagt, das ist auch für die ganz empfindliche Haut gemacht, du musst es aber schön einwirken lassen. Ich habe manchmal, sage ich mal, die Einwirkzeit nicht beachtet und habe irgendwie 2 Minuten später schon das Make-up aufgetragen und da muss man ehrlicherweise sagen, hat es ein bisschen gekrümelt. Wenn du dem Ganzen aber 5 bis 10 Minuten gibst, damit es schön einwirken kann, dann hast du gar keinen Film mehr auf der Haut und dann ist es eine ganz, ganz tolle Make-up-Unterlage. Was ich an UC Derm grundsätzlich ganz toll finde, das ist ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne modifizierte oder gentechnische Organismen. Es ist ohne Silikone und es ist ohne Farbstoff, Nanopartikel und es ist ohne Tierversuche. Ganz ehrlich, das ist die Zukunft meines Erachtens. Kosmetika, die einfach ohne Tierversuche auskommen, sind ganz, ganz weit vorne bei mir. Also, das war UC Derm. Nein, nein, Frau. Es gibt doch einen Code, hast wieder vergessen, wie immer. Yeah! Yeah! Yeah!
So, kommen wir zu den nächsten Produkten, die ich euch uneingeschränkt ans Herz legen kann. Aus meiner Sicht ist der Goldstandard im Moment auf dem Gebiet des Anti-Agings Retinol. So, Retinol ist aber, mein Problem ist ja, mir kann es immer nicht schnell genug gehen. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir ziehen total Sachen, die einen Soforteffekt haben. Und wenn Dinge ein bisschen brauchen, bevor man Erfolge sieht, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich manchmal irgendwie nicht die Puste dazu habe und aufgebe, was ungerecht dem Produkt gegenüber ist, weil es nie gesagt hat oder behauptet hat, dass es nach 2 Wochen wirkt. Retinol ist leider kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich würde tatsächlich sagen, um wirklich beurteilen zu können, wie und ob Retinol bei dir die gewünschte Wirkung erzielt, musst du 6 bis 9 Monate warten. 6 bis 9 Monate, gerade wenn du nicht an Retinol gewöhnt bist, musst du sowieso erstmal gucken, wie reagiert die Haut. Das heißt, du musst mit einer richtig niedrigen Dosierung anfangen. Also 0,2, 0,3, 0,5 und so weiter dich hochhangeln. 2-mal die Woche, 3-mal die Woche, 5-mal die Woche, um überhaupt an dem Punkt anzukommen, dass du sagen kannst, so jetzt bin ich bei der Dosierung, die auch meine Haut braucht, die meine Haut aber auch verträgt, ohne Entzündungsanzeichen und so weiter zu zeigen. So, und ich hatte euch ja das Retinol von Paula's Choice gezeigt, das 1%ige. Das ist tatsächlich für Leute wie meine Person zum Beispiel, die wirklich an das Retinol schon gewöhnt ist. Aber wenn ihr sagt, Mensch, habe ich bisher noch nicht probiert und Paula's Choice ist mir einfach auch zu viel, dann verstehe ich das. Und deshalb zeige ich euch die Produkte, die ich als Alternative habe. Also, ich habe aus dem Hause nochmal Dermalogica. Ihr wisst, ich bin einer der größten Dermalogica-Fans. Ich liebe einfach deren Produkte, weil sie wirklich durchdacht sind. Und das sieht man auch gerade bei diesem Retinol. Das muss ich euch so zeigen. Also, das ist das Overnight Retinol Repair. In der Regel haben die Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind und die man in Geschäften hier bekommt, ein Prozentgehalt von 0,5, sozusagen der Over-the-Counter-Gehalt von Retinol ist 0,5. Aber selbst das ist für den Anfang, für den einen oder anderen, auch schon zu viel. Deshalb hat Dermalogica dieser Tatsache Rechnung getragen und eine Buffer-Cream mit reingepackt. Das bedeutet, ihr mischt diese beiden Produkte, also dieses 0,5 Retinol mit der Buffer-Cream, oder ihr könnt die Buffer-Cream erst auftragen, ein bisschen einwirken lassen und darüber dann das Retinol geben. Ich würde euch das auch genauso empfehlen, nämlich erst die Buffer-Cream und dann das Retinol darüber, denn sie haben auch, und das ist für mich, das ist das erste Mal, dass ich eine Retinol-Augencreme benutze. Ich habe bisher immer zugesehen, dass ich das Retinol, also dass ich unter den Augen ausgespart habe, einfach weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das meine Trockenheitsfältchen noch verstärkt. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt 4, 5 Wochen und da sehe ich definitiv eine Verbesserung schon in diesen, weil hier habe ich wirklich die meisten Fältchen. Wenn überhaupt, ich habe hier an der Stirn und so weiter und auch hier nicht so starke Fältchen. Wenn, dann ist das hier mein, also wie sagt man, meine Schwachstelle, genau, danach habe ich gesagt, meine Schwachstelle. So, und wie gesagt, wenn ihr erst die Buffer-Cream auftragt, dann mildert das so ein bisschen diese starke Wirkung des Retinols ab. Die Haut kann das sehr gut vertragen und auch sehr gut aufnehmen. Das ist ein Produkt, was ich euch sehr ans Herz legen möchte. Eine kostengünstigere Alternative dazu ist das The Ordinary Retinol, auch mit einer Konzentration von 0,5. Was mir hier nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass ist eben keine Lichtgeschütze, also Retinol ist sehr empfindlich, was Lichteinflüsse betrifft. Es wäre besser, wenn es in einer Verpackung wäre, die wirklich komplett lichtgeschützt ist. Ja? Das ist ein bisschen, ich habe die meiste Zeit, ehrlich gesagt, an einem lichtgeschützten Ort, deshalb ist es nicht so schlimm. Aber da das tatsächlich extrem kostengünstig ist, ist das ein Produkt, was ich sehr gerne eben auch auf meinen Hals und mein Dekolleté, also wirklich praktisch bis zu den Brustwarzen, benutze, weil ich, glaube ich, also meine Anti-Aging-Routine beinhaltete bis vor 5 Jahren von hier bis hier, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, Moment, aber mein Hals und mein Dekolleté sind im Verhältnis zu meinem Gesicht
5 Jahre älter oder mein Gesicht ist 5 Jahre jünger, wie auch immer. Also habe ich angefangen, tatsächlich auch Retinol am Hals und am Dekolleté. Und dafür verwende ich eben dieses Retinol, was ein bisschen kostengünstiger ist, aber nichtsdestotrotz sehr gut wirkt. So, und auch nochmal aus dem Hause, und da muss ich mich ganz doll entschuldigen, ich habe 2 Sachen durcheinander gebracht. Ich bin im Moment so bei den koreanischen Produkten ganz weit vorne und hatte Hadalabo, obwohl da Tokio draufsteht, irrtümlich als koreanisch abgetan. Es ist tatsächlich japanisch und das ist nicht nur irgendeine japanische Marke, es ist der Rockstar unter den japanischen Marken. Hadalabo hatte ich euch diesen ganz geilen Toner empfohlen und jeder von euch, der sich daraufhin diesen Toner gekauft haben, und ich hoffe, dass es einige waren, werden mir recht geben, dass der einfach mega ist. So, und das Hadalabo Tokyo Anti-Aging Hydrator ist ein Retinol-Komplex, der auch niedriger dosiert ist, wo aber eben auch Kollagen und Hyaluronsäure drin ist. Und das ist für alle, die sagen, Mensch, ich habe so empfindliche Haut, aber ich brauche trotzdem so einen kleinen Anti-Aging-Boost, ist das ein ganz tolles Produkt. Es ist im Moment noch etwas schwierig zu bekommen. Du bekommst es auf Amazon, du bekommst es auf Amazon UK auch. Und ab und zu habe ich auch mal eine Seite entdeckt, die es haben. Aber am größten ist die Wahrscheinlichkeit bei Amazon. Manchmal sind sie out of stock und dann machen sie viel. Aber die haben so tolle Sachen, Hadalabo. Ich habe 3 oder 4 Sachen, die ich unbedingt haben will und bisher noch nicht bekommen habe. Ich mache mal so eine extra Serie von diesen ganzen asiatischen Produkten, weil die wirklich, wirklich toll sind. So, kommen wir zum nächsten Produkt. So, die nächsten Produkte, da hatte ich mega viel Spaß damit. Und zwar sind das Patches. Ich habe hier einmal die Facial Smoothies Wrinkle Stripes, Remover Stripes, getestet. Und hier zeige ich euch nochmal das Video, wie ich das gemacht habe. Ich wollte euch eigentlich einen Vorher-Nachher-Effekt geben. Tatsächlich ist es leider so, dass bei diesen Stripes, also mich hatte das gestört unter den Augen. Ich habe das 2 oder 3 Stunden oder so drin gehabt oder drauf gehabt, habe es abgemacht, habe im ersten Moment schon gedacht, ja, sieht aus wie schön ausgeschlafen, aber so richtig ein Flash wie bei dem Botulin-Effekt zum Beispiel hatte ich da nicht. So, dann habe ich das meiner Freundin gegeben und meine Freundin hat diese ganz starke Zornesfalte und was meine Freundin vor allen Dingen im Schlaf immer macht, sie ist sehr aktiv im Schlaf, also sie knirscht mit den Zähnen und in ihrem Gesicht passiert ganz viel, ja. Und sie hat wirklich ganz, ganz viele Querfalten auch, so. Und der habe ich diese Stripes gegeben. Erstmal finde ich, wirklich für das Geld ist hier ganz viel drinne. Meine Mutter kriegt einen Albtraum, wenn ich drinne sage. Also das sind, das seht ihr jetzt wahrscheinlich, verschieden zugeschnittene Dinger. Hier gibt es ganz lange für eben diese Längsfalten. Dann gibt es was für die Querfalten. Dann gibt es hier was für die Nasolabialfalten. So, und die hatte ich gebeten, das zu machen, wenn sie abends ins Bett geht. Und interessanterweise hat die mir erzählt, hat sie das probiert. Und sie ist aufgewacht und hatte das Gefühl, dass sie wahnsinnige Muskelkater in den Augenbrauen hatte. Das heißt, sie hat scheinbar tatsächlich versucht, in der Nacht das, was sie normalerweise macht immer mit ihrer Mimik zu tun. Und das geht nicht. Und diese Augenbraue hat immer wieder versucht, sozusagen nach oben zu gehen. Und sie hat diese Patches von der Zornesfalte und diese Längsdinger abgemacht. Und sie war so geflasht. Also ich hatte noch überlegt, ob ich sie nicht irgendwie über Nacht mal bei mir mache, damit ich das vorher nachher, aber ihr müsst mir das einfach glauben, dass sie das so mega fand. Sie hat gesagt, sie hat es abgemacht, sie sah einfach völlig glatt aus und sie würde sagen, dass bis zum Abend, wo sie es wieder gemacht hat, und die sind scheinbar wieder zu verwenden. Also sie sagte, sie hätte sich das, ich hatte ja so einen Sheet da mitgegeben, sie hätte sich das so angeklebt irgendwie in ihr Badezimmer und hätte das abends wieder drauf gemacht. Die Wirkung hat bis abends gehalten, ist immer weniger geworden, weil sie dann natürlich der Muskel wieder verstanden hat, ich hatte da keinen Widerstand, ich kann es wieder machen. Aber dann hat sie es wieder in der Nacht gemacht und es hatte super Ergebnisse. Fand ich absolut spektakulär. Also das kann ich euch aus ihrer Erfahrung auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr diese extremen Stirnfalten habt. So, ein anderes Produkt, wo ich ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, was aber ganz tolle Ergebnisse auch bei mir erzielt hatte, war Pretty Making Pins. Und zwar sind das Mikro-Needling Patches. Genau. Also, das hatte ich interessant gefunden, weil die sehen ungefähr so aus. Ich nehme die jetzt nicht raus und ich sage euch genau wieso. Weil es ist nämlich kein Schnäppchen. Also, die kosten 14 Euro. Aber die funktionieren. Die funktionieren tatsächlich. Ich hatte das als ich leider nicht ausgegangen bin, sondern ich hatte das sozusagen als
Ich wollte es erstmal ausprobieren, ob es überhaupt klappt und war dann doch relativ erstaunt, dass es funktioniert hat. Es bedarf ein bisschen Überwindung im ersten Moment, weil es hat so ganz mikrofeine Nadeln und du musst sie das schon hier unten schon festdrücken, ne? So ein bisschen. Ist im ersten Moment unangenehm, aber die sind getränkt mit Hyaluron. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes als das, was ich mit meinem Dermaroller mache, nur dass es eben ein Dauerzustand des Hyaluron-Eindringens ist, sag ich mal. Ja? Ich hatte das eine halbe Stunde drauf und danach, ich sage mal, wenn ihr irgendwo hin müsst oder ihr was Spezielles vorhabt und einfach top aussehen wollt, Bombe aussehen und vor allen Dingen wach aussehen wollt, ja, auch nachdem ihr schon euer Make-up draufgetragen habt, dann ist das auf jeden Fall ein Produkt, was ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Also es ist ganz toll. Hat mich wirklich begeistert, weil es auch einer der Produkte war, von denen ich eigentlich nichts erwartet hatte und die dann funktioniert hat. Blöd nur, dass ich an dem Tag nirgendwo mehr hin musste, ne? 14 Euro, sage ich euch. So, was habe ich jetzt für euch? Jetzt habe ich was echt Lustiges. Also entweder habt ihr das noch nie gesehen oder ihr habt das schon 100 Mal gesehen. Ich habe mir eine LED-Maske gekauft. So sieht die Verpackung aus. Und zwar habe ich lange geforscht, welche gute Bewertung hatte, weil es tausende von diesen LED-Masken gibt. Und ich habe mir Project eBeauty. Da habe ich ein paar Reviews gesehen von amerikanischen YouTubern und auch auf Instagram. Und es gibt 7 Farben bei diesem Ding, ja? Und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Und zwar ist blau, oder ich klicke euch das einfach hier ein. Blau ist ganz toll, um für sensible Haut. Gerne auch nach irgendwelchen Anwendungen, die du gemacht hast oder Mikroneedling und so weiter, und deine Haut so ein bisschen bedürftiger ist das Blaulicht extrem beruhigend. So. Das Rotlicht soll angeblich die Zellen stimulieren und sie dazu animieren, eben Kollagen zu produzieren. Das Grüne soll Anti-Aging und feine Linien ausgleichen. Das Blaue, ja, oder das etwas Lilane soll ein bisschen die entzündlichen Prozesse stoppen. Das Blaue ist für Sonnenflecken und so weiter. Das Lilane soll die Mikrozirkulation anregen und auch den Stoffwechsel. Und das Weiße soll für jünger aussehende Haut. Okay, dann nimmt doch jeder das Weiße, oder? Oder White Mix. Auf jeden Fall habe ich das, und auch das ist leider kein Sprint, sondern ein Marathon, und man soll das. Und das würde ich auch sagen. Also diese Maske, ich zeige euch die hier jetzt mal, die sieht so aus. Sieht ein bisschen so aus. Kennt ihr noch den Film damals, Scream? Tatsächlich. So, hier hast du dann so eine Fernbedienung. Ich mache das mal, damit ihr das ungefähr seht, wie es aussieht. Warte. So. Hier haben wir die verschiedenen Farben. Seht ihr das? Nee, ne? Gar nicht so richtig. So. Hier habt ihr die verschiedenen Farben: lila, blau, rot. Und dann könnt ihr eben einstellen, ob ihr es 10 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten. Und ich habe das jetzt praktisch 4, 3,5 Wochen habe ich das jetzt gemacht, 5 Tage die Woche. Also. Wie sagt mein Vater immer, man muss natürlich auch dran glauben. Aber ich hatte wirklich ein gutes Gefühl bei dem Ding und habe tatsächlich dran geglaubt. Und was mir auch ein gutes Gefühl gegeben hat, ist, meine Freundin Susanne Steinkaus, die ich euch jetzt gleich nochmal vorstellen werde, hat in ihrer Praxis eben auch solche LED, nicht Masken, aber solche LED-Schirme, die sie nach Behandlungen, die besonders intensiv waren, den Leuten eben noch anbietet, um die Haut zu beruhigen oder je nachdem, was gefordert ist. So. Die hatte das eben auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein ganz großer Fan davon. Und wisst ihr was? Ich stelle euch mal kurz meine Freundin Susanne vor, weil ich war letztens bei ihr und hatte lustigerweise meine Kamera dabei und habe ihr einige Fragen zu Retinol gestellt und zum Anti-Aging generell, weil es immer so ein, es ist eine Sache, wenn ich euch was über Make-up vorstelle, wo ich auch finde, man muss gar kein Profi sein, es geht ja eben darum, dass wir, die keine Profis sind, uns auch gut schminken sollen, und das zeige ich euch. Aber bei so Sachen wie Retinol und wie wirkt es und ein anderes Produkt, was ich euch auch gerne, Niacinamid, was ich euch gerne vorstellen möchte, da ist es doch, glaube ich, ganz interessant, wenn ihr so 2, 3 Sätze von einer Dermatologin dazu hört. So, deshalb gebe ich jetzt unaufgefordert weiter an meine Freundin Susanne. Susanne, bitte.
So, ihr Lieben, jetzt bin ich bei meiner Freundin Susanne und sie ist nicht nur meine Freundin, sie ist auch einer der besten Dermatologen, die wir hier in Hamburg haben. Mir geht es vor allen Dingen um die Frage, weil es ist einer meiner Wirkstoffe, auf die ich schwöre, Retinol. Retinol ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingswirkstoffe und es ist der am besten erforschteste Wirkstoff in der Dermatologie. Es gibt einfach ganz langjährige Studien dazu und es hat ganz viele verschiedene Faktoren. Es ist zum einen hilfreich bei vergrößerten Poren, das heißt bei öliger Haut, bei zu Akne neigender Haut, deswegen junge Patienten, auch tatsächlich junge Patienten mit einer ganz leichten Akne, die keine medizinisch, also verschreibungspflichtigen Produkte brauchen. Es hilft auch gegen Hyperpigmentierungen, also die Pigmentbildung, die wir ja alle gerne haben, zu unregelmäßiger Haut, Rötungen, all das wird auch reduziert. Also ich habe das natürlich nicht das Problem, aber... We don't have anything. Also, aber ein weiterer Faktor ist tatsächlich, neben den Pigmentbildungen haben wir Faltenreduktion, Kollagenneubildung, Porenbildverfeinerung und wir haben in Kombination mit Vitamin C, was ich eben immer sehr gerne nenne, weil häufig war ja die Diskussion, kann ich jetzt Retinol mit Vitamin C kombinieren oder soll ich es lieber? Säuren, super gut, kann man ganz toll, man hat also wirklich einen synergistischen, also einen ergänzenden, verbessernden Effekt. Und wichtig beim Retinol ist einfach nur der Sonnenschutz. Das muss man wirklich. Dann hatte ich noch eine Frage. Und zwar habe ich einen Wirkstoff für mich relativ neu entdeckt. Niacinamid, genau. Niacinamid. Das werde ich unten nochmal einblenden, weil ich bin sicher, ihr kennt das auch nicht. Aber habe ich unter anderem einer meiner Marken, die ich sehr gerne mag, ist Paula's Choice. Und The Ordinary hat es, glaube ich, auch. Ist auch einer der Wirkstoffe, von denen ich das Gefühl habe, die sind jetzt erst so in den letzten 2-3 Jahren aufgepoppt. Erzähl mir mal was dazu. Also nicht aufgepuckt, den gibt es natürlich auch schon ganz lange, aber tatsächlich auch einer meiner Favorites, weil er ganz viele Wirkungen hat, ähnlich dem des Retinol, hat aber zusätzlich, und das ist für uns ganz wichtig, einen anderen Aspekt, es wirkt hautberuhigend, antientzündlich, ist also auch für Patienten da, die zum Beispiel Retinol nicht vertragen, weil das eine zu starke Säurewirkung hat, also die Haut reizt. Wenn das wiederum die Haut beruhigt, das ist ganz toll für Rosacea-Patienten, Patienten mit Rötungen und hat eben ähnlich einen rötungsreduzierenden, einen Porenbildverfeinernden, einen talgreduzierenden, einen entzündungshemmenden Effekt. Plus es regt auch die Kollagenneusynthese an. Also von mir aus kann der Wirkstoff überall drin sein. So, und einer der Dinge, über die Susanne eben gesprochen hat, ist eben auch das Niacinamid. Ich habe das hier einmal von Paula's Choice in der 10%igen Variante. Und das ist, wie gesagt, ganz toll für Leute, die sagen, Mensch, Retinol, das ist mir einfach zu viel. Es greift meine Haut an. Das ist wirklich für die absolut sensibelste Haut. Ist jetzt auch kein absolut neuartiges Produkt, aber doch schon relativ jung, sag ich mal, auf dem Kosmetikmarkt. Das Tolle bei Niacinamid ist, dass es in der Variante mit Vitamin B3 und Vitamin B5 wirklich für alle Hauttypen geeignet ist und es verhindert den Feuchtigkeitsverlust in der Haut und es bindet eben auch das Wasser, was vorhanden ist. Es regt die Kollagenproduktion an und ist im Prinzip für jeden geeignet, der sagt, ich möchte schon, dass meine Haut angeregt wird, sich zu erneuern, aber ich möchte gerne auf Retinol verzichten. Ich kann auf Retinol nicht verzichten, weil ich einfach mittlerweile weiß, was das für tolle Ergebnisse erzielt und ich sehe eben auch den Unterschied, wenn ich es lasse. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, ich möchte das gar nicht. Und für den ist dieses Niacinamid ganz, ganz toll. So, eine Sache habe ich jetzt noch. Habe ich noch eine oder habe ich noch mehrere? Nee, ich habe jetzt noch eine Sache für euch, die ich euch ganz doll ins Herz legen möchte, weil ich die genial finde. Also Hyaluronsäure habe ich euch in tausendfacher Ausführung schon gezeigt. Ich habe jetzt ein Produkt ausprobiert, weil ich glaube, ich hatte euch ein paar rausgesucht, die ein bisschen höherpreisiger waren und hatte nach einer Alternative gesucht. Und ich kann euch sagen, ich habe viele ausprobiert, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil es nicht mein Ding ist, irgendwie jemanden da zu dissen. Aber ganz viele waren einfach gar nichts. Ja? Also die haben 0,0 gebracht, die hast du aufgetragen und ich habe im Prinzip schon eine Stunde später gemerkt, dass meine Haut spannt. Und wenn ich Hyaluronsäure teste, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich nur das auftrage und 2-3 Stunden gar nichts anderes, um zu gucken, wie die Haut performt, wenn sie eben nur diese Hyaluronsäure hat. So, und ein Produkt, was mich wirklich geflasht hat, ist von Jeus Pure Hyaluronic Acid. Und es hat genau 2 Ingredienzen. Einmal das Hyaluron und einmal das Phytoxytanol. Und ich habe gucken müssen, bin ich ganz ehrlich, was das ist. Es ist nichts anderes als ein Konservierungsmittel, was du haben musst, damit das Produkt eben nicht anfällig ist für Bakterien und so weiter. Das heißt, das ist das pure Hyaluron
und nichts anderes und eben noch ein Konservierungsmittel. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist so genial, dass ich glaube, naja, vielleicht auch nicht. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht verzichte ich auf alles andere, was ich jetzt habe. Aber wirklich, ich bin absolut begeistert und habe das auch Thomas gegeben, weil das, was ich geil finde an dem Produkt ist, dass es so unisex aussieht, dass sich selbst ein ehemaliger Fußballer traut, sowas in seinem Nachtschränkchen stehen zu haben. Und ich habe ihm so oft schon Sachen versucht unterzujubeln, weil ich gesagt habe, probier das doch mal und so. Einfach, weil ich wissen wollte, wie es, er hat eine eher ölige Haut, wie es bei ihm performt. Ich habe eine ganz trockene Haut, da sind die Produkte ganz anders. Und er hat das immer irgendwie weggeschmackt. Und das ist so eine Sache, die findet er, ich will jetzt nicht sagen sexy, ne? Aber das ist irgendwie etwas, womit er sich anfreunden konnte. Das ist ein durchsichtiges, klares Ding. Das machst du einmal rein, ist sofort eingezogen. Und eben, wie gesagt, bei ihm, der eine extrem ölige Haut hat, verstärkt das jetzt nicht auch noch die T-Zone. Er fand es auch, gut, Ostwestfalen, ich wollte jetzt sagen, er fand es jetzt auch super. Also sagen wir mal so, wenn er sich nicht beschwert und es ungefragt weiter benutzt, dann war das ein gutes Produkt. So Leute, und als allerletztes habe ich mir ein Produkt aufbewahrt, was mich auch so geflasht hat. Und deshalb sage ich euch, ich hatte echt Spaß dabei. Ich hatte echt Spaß daran, Sachen auszuprobieren und mich begeistern zu lassen, weil ihr kennt mich ja auch schon ein, zwei Tage. Ich mag einfach gerne mich begeistern für Menschen, für Dinge, für Sachen. Und das war eine Augencreme, die ich so geil fand. Bioniva, ne? Sagte mir gar nichts. Augencreme steht auch nur. Also ich habe auch gedacht, die Leute müssen alles in das Produkt gelegt haben, weil marketingtechnisch können sie nicht viel Geld ausgegeben haben, ne? Also eine Creme Augencreme zu nennen und Bioniva, dafür braucht man nicht viel Einfallsreichtum, ne? Also wirklich auch so das Packaging, denke ich mir. Und bei mir zieht ja Packaging, ne? Wenn irgendwas verpackt ist, dann muss ich das haben, egal wie der Inhalt ist. War lange Zeit bei Männern auch so, aber davon bin ich kuriert. Also der Hauptbestandteil dieser Augencreme, die Bombe ist, ist Matrix 3000. So, da habe ich gedacht, okay, was ist Matrix 3000? Hörte sich für mich ein bisschen spacig an. Und es hörte sich für mich ein bisschen so an, wie jemand, dem nur gar nichts irgendwie einfiel und der sich gedacht hat, Mensch, muss ich mir einfach irgendwas aus dem Arsch ziehen. Das wollte ich vielleicht nicht sagen, oder? Also egal, ihr wisst, was ich sagen will. Tatsächlich, und das hatte mich dann überzeugt, gibt es Studien zu diesem Produkt oder zu Matrix 3000, die eben nicht von der Kosmetikindustrie, weil häufig, wenn du Studien hast, musst du immer gucken, wer diese Studien veröffentlicht hat. Und wenn das ein Kosmetikkonzern ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das die Augencreme oder die Hyaluronsäure oder so, die getestet wurde, zu diesem Kosmetikkonzern gehört. So. Und dann ist natürlich das kein Wunder, dass diese Studie toll ausfällt. Das ist ein bisschen so, als würdest du fragen, wie ein Kind ist und dann ihre Mutter fragen. Aber das hat eben ein Molekularbiologe veröffentlicht, diese Studie, und zwar im Journal of Molecular Pharmaceuticals, und hat die Wirksamkeit von Matrix 3000 ganz klar belegt und eben auch in Kombination mit der Kosmetik, für die es eben gedacht ist. Und in dieser Augencreme vereint, ist das ein so geiles Produkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich 3 Wochen in Griechenland war, ne, so direkt da am Meer, habe ich so eine Frische, die ich im Dezember in Harvesterhude in Hamburg einfach nicht hinbekomme. Ich sehe, meine Haut sieht aufgepolstert aus, mein Teint ist einfach frisch, und diese Augencreme macht genau das. Und das schwöre ich euch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe schon ganz oft gesagt, ich schwöre es euch, aber diese Augencreme, ihr müsst sie einfach ausprobieren. Es ist ja auch nicht so, dass die irgendwie 30 Euro kostet oder so. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Auf jeden Fall war die unfassbar preiswert. Und das war einer meiner absoluten Entdeckungen. Zusammen mit dieser LED-Maske und Botulin-Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen, von UC Derm einfach, hat alles weggebrannt. Die müsst ihr ausprobieren. Und bitte, 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 ich sage das jedes Mal, aber sagt mir, was ihr dann davon haltet. Obwohl, das stimmt nicht. Ich habe ganz viele Feedbacks bekommen für die Augenmaske von Pixi Poxy. Ihr wisst da, diese grüne Augenmaske, und ganz viele haben mir auch gesagt und recht gegeben und gesagt, dass sie echt ganz toll ist. Ja, das war's. Ich hoffe, ich war jetzt nicht schon wieder bei 30 Minuten, weil dann flippe ich aus, wirklich. Es kann ja nicht sein, dass man immer so viel quatscht. Ich habe noch eine Sache vergessen. Sag ich euch das noch ganz schnell? Doch, das sage ich auch noch ganz schnell. Und zwar, wisst ihr, was auch ganz toll ist? Was ich vor Jahren mal, ich war mal bei einer TCM-Frau, also diese traditionelle chinesische Medizin. Und die hat mir so eine Gua Sha-Massage gegeben. Das ist so eine bestimmte Massage mit einem Jadestein.
Und zwar so ein. Und das habe ich mir jetzt gekauft. Und das macht wirklich ganz, ganz, ganz viel aus, ob ich das abends noch gemacht habe oder nicht. Nachdem ich die Hyaluronsäure aufgetragen habe und meine Haut so richtig schön glitschig ist, behandle ich mein Gesicht damit. Und da werde ich euch jetzt nicht großartig zeigen, wie es geht. Also man nimmt sowohl den Teil als auch diesen Teil. Aber es gibt auf YouTube ganz tolle Anleitung von Frauen, die wirklich wissen, wovon sie reden, was Jadestein betrifft. Der ist jetzt nicht teuer, es sollte aber tatsächlich ein Jadestein sein. Guckt euch das mal an. Im Prinzip, wenn wir morgens total verquollen und sind, ist es ja, dass es die Lymphflüssigkeit sich in unserem Gesicht einfach angesammelt hat. So, und das ist nichts anderes, als dass wir damit die Lymphe aktivieren, die ja hier dann sitzen und hier oben. Und wenn wir das am Abend gemacht haben, dann kann sich das ganz toll über Nacht regenerieren. Und damit wirklich, wenn ihr kein Geld für Kosmetika ausgeben wollt und nur sagt, ganz ehrlich, ich habe zu Hause irgendwie so ein Jojoba-Öl und ihr kauft euch nur das, dann werdet ihr damit auch ganz, ganz tolle Resultate erzielt haben. Ich kenne Leute, die sagen, dass sie das seit Jahren machen und nur darauf schwören und gar keine Kosmetik nehmen. Ich kann euch das auf jeden Fall ans Herz legen, weil ich finde, dass es überschaubar teuer ist. So, und das war's jetzt. Das waren jetzt wirklich nur noch 2 Minuten. Leute, das war's. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum Schluss durchgehalten habt, weil es ist sicher nicht einfach, so viel wie ich immer quatsche, bis zum Schluss dabei zu sein. Obwohl, ich habe festgestellt, dass es auch den einen oder anderen Mann gibt, zumindest bei meinem Amazon-Video, der gesagt hat, so ein WC-Licht. Also, ich freue mich über alle eure Kommentare und vergesst nicht mein Lieblingswort, seid gütig zueinander. Seid wohlwollend zueinander und vielen Dank für eure Treue. Bis bald. Ciao.